Tecatito. Neves. Benzema mit dem Ball jetzt. Nun Benzema. Oh, viel Platz jetzt. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Entstehung des Tors. Erst zieht Karim Benzema unwiderstehlich vorbei. Und dann Karim Benzema im direkten Duell. Thiago Silva jetzt am Ball. Und er schießt. Schön geklärt. Casemiro. Da ist der Ballverlust. André Kramaric. Stark gemacht, das könnte was werden. Manchester United macht den Ausgleich. Alles wieder drin in dieser Partie. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein sensationeller Antritt. Jetzt Messi am Ball. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Bringt er sie in Führung. Sie holen sich die Führung zurück, da ist das Tor. Ah, sie sind heute einfach richtig stark. Entstehung des Tors. Erst zieht Karim Benzema unwiderstehlich vorbei. Und dann Karim Benzema im direkten Duell. Er lauert, er wartet, er schaut und dann kommt dieser wuchtige Abschluss. Das Ding ist nicht zu halten. Balleroberung. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Und jetzt mal Manchester United. Zieht ab! Manchester United macht den Ausgleich. Alles wieder drin in dieser Partie. Treffer hier. Der passt ganz genau. Ja, da oben in der Ecke ist er dann unhaltbar. Wir sehen die kurze Variante. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor! Schauen wir uns das Tor noch mal an. Und entscheidend ist hier einfach, dass sie den Ball nicht wegbekommen. Schauen nur zu! Und es rächt sich. So, die kurze Variante. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ball kommt rein. Das ist die Führung. Ganz wichtiger, später Treffer von ihm. Das müsste es eigentlich sein. So entstanden ist erst die Flanke und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Und wieder rüber zu Brandt. Und dann doch der Ballverlust. Coman. Vielleicht die Führung jetzt. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor.
auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Da ist die Chance. Ausgleich. Drin ist der Ball. Da durften sie sich nicht allzu lange über die Führung freuen. Ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung? Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ouais, la bonne passe, la bonne inspiration. L'action se poursuit. On peut frapper, Gaëtan Laborde. Et voilà ce but! Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et les voilà donc qui mènent maintenant. Un but comme ça, c'est d'abord une grande qualité de placement et anticipation. Après, face au but, quand le ballon il arrive, même vous, Benjamin, vous le mettez. Pour le gardien, il y avait vraiment mieux à faire quand même. On n'est pas passé loin de l'égalisation avec cette frappe. Cet arrêt est absolument décisif. Oui, mais attention parce que... Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Et regardez, la pression défensive s'accentue et pourtant il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. In het centrum gespeeld. En die bal wordt weggewerkt. Gevaar geweken. Komt hier de voorsprong. Doelpunt! Zo, dat zit mee ze. Vroeg in het duel komen ze al op een 1-0 voorsprong. Wordt ingeluid door een geweldige actie van deze speler. Hup, je man voorbij en hoppa, bal langs de keeper. Hoho, weergeloze actie. En genadeloos afgerond trouwens. Bal naar Haaland. Haaland! En hij maakt hem. Koek, koek, ze staan weer gelijk. Voltreffer, hè? Wat schiet hij de bal er snoeihard in. Een heerlijke goal om te zien. Salemakers. En laat zien hoe het moet. Mooie dribbel. Uitermate knap afgerond, zeg. Oh, compliment. Doelpunt. En ze leiden dus weer in de wedstrijd. Op het gaat een heleboel goed. En toch ook een heleboel niet goed. Eerst maar eens die paas. Ja, die is perfect. Helemaal op maat. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Er komt iemand helpen. Nou jongen, maak het maar af. Het is nog niet klaar na die redding van Ter Stegen. Niet dreigend. En een mooie kans. En die gaat over de doellijn. Er kan altijd mooi uitzien. Zo'n bal die er via de paal in vliegt. Bernardo Silva. Alleen de doelman nog voor zich. Toch de schietkans.
Nou, en dan gaat hij er toch in. Een laat openingsdoelpunt. Ja, toch nog aangeraakt door die keeper die bal. Ja, maar het maakt niks uit. Dat zien we hier ook in de herhaling. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Ja hoor, ze maken gelijk. Wie had dat gedacht? Zo laat in de wedstrijd nog. Toch eigenlijk een vlekkeloze aanvalsopzet. Het begint allemaal bij deze heerlijke paas. En dan gewoon uitstekend met het hoofd verzilverd. Ah non, quelle boulette sur cette passe. Et c'est le but. Personne n'a vraiment compris là. Et derrière, évidemment. Voilà, quand on revoit l'action, hein, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Ballon perdu. Ça joue avec Rodrigo. Ah, il élimine son adversaire. À l'occasion peut-être ici. Et c'est dedans. Le but pour le doublé, magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont... Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Devant, la défense écarte le danger. Oh là 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 là, goal, 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 goal. Ce but qui vient de nulle part, une frappe hallucinante qui transperce les filets. Typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Korte corner naar een teamgenoot. De doelpoging wordt tegengehouden. Heel dichtbij om gelijk te maken. En daar is de gelijkmaker. We staan dus weer op gelijke hoogte. Ja, zie het. En nu is de vraag wie door te nemen om te gaan jagen op een voorsprong. Ja, hier valt voor de doelman natuurlijk geen enkele eer meer te behalen. Van dichtbij kan de speler erin werken. En zo'n kans laat hij natuurlijk niet liggen. Corner voor het doel gebracht. Och, schoten gedaan. En hij schiet. Ja, raak, een drama in de slotfase. Haha, koekoek zeg je dan. Daar is hun treffer. Oh, de voorsprong, hè. Ja, dit mogen ze niet meer uit handen geven. Wat een moment om te scoren. De woede van de trainer kan ik wel begrijpen. Moet je nou toch zien. Als je op die plek de bal inlevert... Ja, dat is natuurlijk gewoon vragen om problemen.